Und weiter geht's mit Part 6. Ja, ich hab nicht viel verpasst, ich hab nur alt gedrückt. Deswegen ist jetzt diese Geschichte zum Start gekommen. Und ja, wir werden jetzt ein bisschen da hinstellen. Ist ja nicht so, als hätte ich Schulz oder so. In Harper. Love to present, dear. Jetzt kommt's. Geez, man, the job of the Wachtmaster. Angus Garida. Rebo era war Papri Plocko Boompina. Reprebo lebo de Shiba Hamider. Bei Pirbe Berbo. Jawohl. Ihr seht richtig. Ein waschechtes M60. Aber normalerweise kam dann noch eine schicke Animation, wenn man das aufhebt. Nein, dann nicht. Ich habe Magier niemals an den 60 in die Hand. Und schade, im Besen kann man gar nicht benutzen. Ja, dann fahren wir mal mit. Mit dem Holzschaukelpferdchen. Nachdem sie das Dorf Weiditorp gerettet und die Schlange Jormungandir getötet hatten, gelangten die Zauberer an die windige Wildnis der Hellondin-Küste. Dort hatten Gerüchte von Plünderbestien die meisten Sieger verscheucht und sämtliche Kinder nach ihren Mammis rufen lassen. Aber dank der nahezu vampirischen Kräfte Flats fühlten sich die Zauberer sicher und verschwendeten keinen Gedanken an Scheitern ihrer Mission. Also, man hat schon gesehen, die Sounddateien wurden da wohl irgendwie vertauscht. Das stand da natürlich nicht, was er da gesagt hat. Und oh, siehe da, eine neue Magie. Tornado. Probier ich doch gleich mal aus. An diesem Holzschaukelpferdchen. Dieser Wache. Okay. Auf geht's, weiter nach links. Ein Elch! Es ist aber nett, dass sie uns das Tor aufmacht. Nein, ich werde natürlich nicht die ganze Bevölkerung ausmerzen. Nur so ein bisschen. Da ist ein Tor. Verschlossen. Süße Überraschung, verschlossen. Paul, Herr Leder Harwinder, und vor mir, Udre Gudibadar. Okay, er wurde gesandt, um uns zu begleiten. Ich würde trotzdem hin. Schade, es geht nicht. Stattdessen kriege ich Schaden. Boah, das ist eine harte Sache. Schaden bekommen. Das könnten wir noch nehmen.
und die Animation ist voll buggy, glaube ich. Ja, die haben sie immer noch nicht richtig hingekriegt. Was ist da drin? Ein Schildstab. Nein, ich will meinen Bäumchenstab behalten. Die Stadt wird gelagert. Oh nein. Können wir natürlich nicht mehr einsetzen, wir müssen eingreifen. Irgendwie interessiert sich dieses Ortviech gar nicht für uns. Also gehen wir weiter. Nein.
erzählen soll. Es sind einfach so viele Kämpfe in dem Spiel. Ich bin zu dämlich, mal Flächenzauber einzusetzen. Da wäre jetzt nämlich die nächste Cutscene schon angefangen. Ein paar Tage Zeit. Also bis dann. Ciao.